Dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen zu unserer Panelveranstaltung Decolonize Schönheit. Mein Name ist Sonja Octavio und gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Schlüter bin ich seit 2023 Fachpromotorin für Dekolonisierung bei USARA e.V. Und USARA e.V. ist eine migrantische Selbstorganisation, die einen machtkritischen dekolonialen Ansatz in der Inlands- und Auslandsarbeit verfolgt, und unsere Schwerpunkte unserer Arbeit liegen auf Beratungsangebote für Geflüchtete und Migrantinnen, Sensibilisierung und Bildungsarbeit zu Themen von Rassismus und Kolonialismus sowie Vernetzungs- und Lobbyarbeiten für POC und schwarze Menschen in Hamburg. Genau. Diese Veranstaltung ist ein Teil einer Decolonize-Reihe, die im Herbst letzten Jahres mit der Auftaktveranstaltung Decolonize Literatur begonnen hat. Und wir widmen uns den verschiedenen Stimmen und Perspektiven aus der Community, um den interkulturellen Dialog zu fördern. Und ein besonderer Dank gilt der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung, durch die wir heute die Veranstaltung fördern konnten. Und bevor wir starten, möchte ich noch einige Hinweise geben. Und zwar, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das Video wird dann im Nachgang auf der USARA-Homepage veröffentlicht. Im Anschluss der Diskussion habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und genau, und alle Teilnehmenden haben, bevor ihr reingekommen seid, den Code of Conduct zugestimmt. Und ich möchte nochmal betonen, dass es sich hier nicht um einen Safe Space handelt. Jedoch erwarten wir einen respektvollen Umgang, und Störungen, die uns auffallen, werden von uns dann entfernt. Und bevor ich überleiten zur Moderation an die Maya, die uns heute durch den Abend führt, und ich wünsche uns eine spannende und erkenntnisreiche Diskussion. Vielen Dank. Danke, Sonja, für die Überleitung. Genau, das mit dem Klatschen funktioniert digital irgendwie nicht ganz so gut, aber vielleicht lassen wir es einfach sein. Ich bin Maya. Ich habe heute die Ehre, uns ein bisschen durch den Abend zu leiten und versuche, unser Gespräch zu moderieren. Ich finde es persönlich, ach genau, erstmal kurzer Hinweis auch noch von mir. Am Ende von unserem Talk wird es eine Fragerunde geben. Wir haben uns auch überlegt, dass es am easiesten ist für alle im Publikum, wenn ihr eure Fragen einfach in den Chat eingebt. Das könnt ihr auch während der ganzen Diskussion schon machen. Und während der letzten 10 Minuten werde ich dann da durchgehen und die Fragen unseren Panelistinnen stellen. Okay, gut. Ich finde es immer schöner, wenn man sich selber vorstellt oder wenn ich mich auch selber vorstellen darf. Und deswegen möchte ich euch darum bitten, dass ihr euch auch selber vorstellt. Gleich einmal in der Reihe, vielleicht könnt ihr mir einmal sagen, wer ihr seid und weshalb ihr heute über die Dekolonisierung von Schönheit sprecht. Mauricio, magst du anfangen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Kurz und knackig, also ich bin Mauricio Pereira, ich komme aus Bolivien, aber ich lebe seit langem in Berlin. Ich arbeite im EPIZ, ich bin auch Fachpromotor für globales Lernen in Berlin, aber meine Geschichte mit Kolonialismus und Dekolonisierung kommt aus Bolivien, meine Jugendzeit, weil ich ein Teil eines Projekts in Bolivien, Teatro Trono und Compa Berlin heißt das. Mehr als 30 Jahre arbeitet Compa Berlin in La Paz. Und Compa Bolivien, La Paz, Bolivien. Und das Resultat davon ist ein Konzept, die wir entwickelt haben, die Dekolonisierung des Körpers. Und das haben wir hier nach Europa gebracht, nach Berlin im Prinzip. Wir haben so einen Verein, Compa Berlin e.V. Und wir arbeiten im Bereich, ne? Also ob Körper kolonisieren können, so wie Territorien. Und wenn ja, wie kann man Körper dekolonisieren? Ne? Und schon jetzt die alle Spiele. Da eine große Rolle. Genie, magst du weitermachen? Ja, hi, ich bin Jenny. Soll ich mal einen Nachnamen haben überhaupt? Also ich habe auch noch einen Nachnamen, der steht da nur gerade nicht. Mein Name ist Jenny Bequi. Ich bin mittlerweile Mitte 30 und wohne in Hamburg. Also das hier ist gerade Hamburg. Ich beschäftige mich aus tatsächlich einfach zu Beginn Eigeninteresse mit der großen Thematik von Körper, Schönheit und dem darangehängten Teil von Begehrlichkeit, und zwar nicht im sexuellen Sinne,
Im Besonderen, sondern im Allgemeinen. Nämlich Begehrlichkeit bedeutet halt auch, welche Räume sind Menschen zugänglich, wer wird eingeladen, wer wird mitgedacht, wer wird beforscht, wer hat das Recht dazu, ein gutes Leben zu führen und wer nicht. Und angefangen hat im Grunde meine Auseinandersetzung damit, weil ich nicht nur heute eine schwarze, fette Person bin, sondern auch schon früh schwarz und fett war. Schwarz schon bei Geburt, fett kam kurz danach und queer dann noch ein Stückchen später. Und ich deswegen sehr viel, vor allen Dingen Fettfeindlichkeit in der Medizin erlebt habe, aber auch im Allgemeinen und im Besonderen. Das habe ich lange nicht in Frage gestellt und zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich angefangen, das in Frage zu stellen. Das ist mittlerweile auch schon über 20 Jahre her und über die Jahrzehnte meiner Auseinandersetzung damit, wie Schönheitsideale in der Welt sich auswirken im Allgemeinen, ist dann halt eine sehr politische Auseinandersetzung damit gekommen. Also mir geht es nicht nur um, wer findet mich schön oder bin ich überhaupt schön, sondern es geht auch darum, wer darf zum Beispiel in dieses Land einreisen oder wer nicht oder wessen Leben sind wichtig oder werden als wichtig angesehen und wessen nicht. Und da sich das im Körper niederschlägt und an Körpern ablesen lässt, ist das so mein Themending. Danke. Und nun Beatrice, du auch noch bitte. Hallo zusammen, ich bin Beatrice Angut-Lorica-Ola. Ich bin zum einen Unternehmerin, zum anderen Educator. Ich setze mich mit dem Thema Dekolonisierung im Prinzip seit ja, über 10 Jahren auseinander. Es fing damit an, dass ich als Kreativschaffende in der Mode gearbeitet habe, als Fashion Stylistin und mich irgendwie gefragt habe, warum es nicht so Menschen gibt, die so aussehen wie ich, in bestimmten Positionen, in bestimmten Magazinen. Wie sieht es aus mit der Repräsentanz? Wer bestimmt eigentlich, was ist schön? Wer bestimmt, welche Mode jetzt gerade schön ist, welcher Trend angesagt ist? Und in dem Zusammenhang ist mir dann natürlich recht schnell aufgefallen, es gibt Strukturen und dementsprechend war für mich klar, okay, diese Strukturen müssen zum einen thematisiert werden. Deswegen habe ich eine damalige Plattform Africa Fashion Day Berlin initiiert. Das war eine Business-to-Business-Plattform, in der sich DesignerInnen afrikanischer Herkunft tatsächlich in Berlin im Rahmen der Fashion Week präsentieren konnten, um auch einmal zu zeigen, es gibt tatsächlich auch Mode, die ist tragbar, zeitgemäß, zeitgenössisch, Made in Africa hat Qualität. Und wie es so ist mit den Strukturen, konnte diese Plattform so erstmal nicht bestehen bleiben. Deswegen seit 2016 gibt es das internationale Netzwerk Fashion Africa Now und auch eine Plattform digital mit verschiedenen Online-Magazin-Beiträgen, Podcast und unter anderem Veranstaltungen. Und über diese Plattform, über dieses Netzwerk werden halt diese Inhalte Decolonize Fashion auf eine Art thematisiert. Es gibt eine Auseinandersetzung. Und in meinen Seminaren geht es im Prinzip auch darum, wie zum Beispiel Einführung ins dekoloniale Denken in Mode und Design. Was heißt das? Wie funktioniert das? Also nach wie vor wirklich dieses Hinterfragen ist ein Thema und vor allem sich so vergegenwärtigen, wieso finden wir bestimmte Menschen schön oder wieso wird uns auch in den Medien immer wieder eine bestimmte Norm präsentiert, die immer wieder als das Schönheitsideal oder das Schönheitsbild gilt. Genau. Vielen Dank. Ich glaube, damit konnte unser Publikum euch schon mal so ganz gut kennenlernen für einen Einstieg. Bevor wir jetzt so inhaltlich richtig reinstarten, wollte ich auch noch mal einen kurzen Input geben, um alle Zuhörenden auch abzuholen, und zwar zu dem Begriff Dekolonisierung überhaupt. Der Begriff bezieht sich auf die Kritik und den Kampf gegen die globalen Herrschaftsstrukturen der Moderne und des Kapitalismus, die ihren Ursprung im europäischen Kolonialismus hat. Also wenn wir von Dekolonisierung sprechen, sprechen wir von einem Prozess, in dem kolonisierte Menschen sich Machtstrukturen widersetzen, versuchen,
existierende Normen aufzubrechen und genau die Herrschaftsstrukturen so ein bisschen aufzubrechen. Und genau, welche Rolle darin Schönheit spielt, darauf werden wir heute noch ganz im Detail sprechen. Eingangs möchte ich gerne auf etwas zu sprechen kommen, Maurice, hier, worüber du auch, was du gerade schon angeschnitten hast, und zwar die Dekolonisierung des Körpers. Du hast als Theaterpädagoge gearbeitet und damit auch viel mit deinem Körper gearbeitet, hast gerade auch schon erzählt, wie du zu diesem Konzept gekommen bist. Kannst du uns vielleicht etwas mehr darüber erzählen? Was bedeutet die Dekolonisierung des Körpers überhaupt? Und warum ist es wichtig, dass wir darüber sprechen? Ja, ich glaube, es passt gut mit der Erklärung von, was Dekolonisierung im Prinzip ist. Das haben wir uns auch in Bolivien lange gefragt. Ich komme aus einem Kollektiv von Kunstlehrerinnen. Wir haben so viel Theater in Bolivien gemacht, autodidaktisch, weil bis 2005 gab es keine Schauspielschule, zum Beispiel in Bolivien. Und danke dessen haben wir viel Theater der Unterdruck gemacht, zum Beispiel. Und dann haben wir so wie Taoismus, ne? Uns alles genommen, was wir für uns gut fanden und das in unsere Arbeit, politische Arbeit, da reingekommen. Ne? Und wir haben es gesehen, dass viele Leute verstehen die koloniale Debatte von innen nach außen. Ja, wir kritisieren, was falsch in der Gesellschaft ist, was falsch in der Welt ist, aber im Prinzip ist der falsche Weg. Ne? Wir haben es gesagt, okay, wir kritisieren wir die ganze koloniale Struktur, die ganze koloniale Struktur, in der wir leben. Von außen nach innen. Ne? Was mache ich erstmal mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Verstand? Ja? Weil wir auch in diesem Kontext sozialisiert sind. Viele von uns vergessen wir das. Wir kaufen das Gleiche, wenn wir kaufen dürfen. Aber im Prinzip, wir denken genauso wie die Weiße so in Gänsefüßlein. Ne? Wir sind so sozialisiert, wir sind so zur Schule gegangen, wir sind die gleiche Sprache, koloniale Sprache gelernt und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen sagten wir, okay, wenn wir jetzt in dieser Logik arbeiten, dass die Dekolonialisierung ist von außen nach innen. Der Punkt, in dem wir anfangen sollten, ist unser Körper im Prinzip. Ne? Und da basieren wir uns natürlich auf einem ganz eurozentrischen Konzept der Psychologie. Das ist schon bewiesen, dass wir sehen als Menschen alle das Resultat von mindestens drei, vier Generationen. Das heißt, wir wiederholen die Macken, aber auch gute Seiten von drei, vier Generationen unserer Familie. Ne? Also das heißt, die koloniale Prägungen, die rassistische Prägungen, die diskriminierenden Prägungen wurden uns auch weitergegeben. Und da sollten wir erstmal erkennen, ne, in unserem Körper, weil das in uns sedimentiert ist. Ne? Thema Identität ist, das ist die Basis von Kolonialismus, ne, besonders in Amerika. Ne? Das hat es grausam, das zu sein, aber für die Kolonialzeit in Afrika und Asien hat es mutiert, es hat sich verbessert sozusagen. Ne? Als Laboratorium war in Amerika. Das heißt, in Amerika wirklich, die Menschen haben ihre eigene Identität verloren. Von Sprache, von Glauben, von allem. In Afrika zum Beispiel sind die Menschen mindestens zweisprachig aufgewachsen. Ne? Die durften ihre Sprache behalten und dazu kam die koloniale Sprache. Ne? In Amerika gar nichts. Ne? Und das heißt, die Identität war verloren. Und das haben wir gesagt. Durch unseren Körper, durch uns zu fragen, können wir vielleicht unsere Identität finden und uns einordnen. Ne? Weil auch wir leben in moderner Zeit, denn wir können auch nicht sein. Vor 500 Jahren war alles cooler und bevor die Spanier nach Amerika kamen, war alles super. Sondern wir versuchen auch, das durch unsere Körper auch in der modernen Zeit anzupassen. Ne? Und natürlich ist ein Konzept wie der Konzept des Körpers, die nicht so wie wir kennen, die Prozesse ein nach den anderen ist, sind verschiedene Prozesse, die dabei uns helfen, uns zu dekolonisieren. Ne? Wir fangen erstmal in uns selbst, in unsere Körper. Dann gehen wir parallel in der Arbeit, in den Kontakt mit den anderen, weil wir haben diese kollektive Phase verloren jetzt. Und die neue Generation kennen, glaube ich, das nicht mehr. Und dann der dritte Punkt wäre auch Orten zu finden, so wie hier, in dem wir in Dialog treten. Ne? Nicht nur mit Worten, nicht nur mit Gedanken, sondern auch mit Körper, mit körperlichen Dialogen. Ne? Das wären die drei Phasen, die parallel laufen, natürlich nicht ein nach den anderen. Und bis jetzt niemand hat sich dekolonisiert, das ist klar. Aber es sind Prozesse, die wir seit 30 Jahren ungefähr versuchen anzubringen. Auch hier in der deutschen Kontexte. Ne? Und damit sagen wir nicht ich als Mauricio, als Bolivianer muss ich dekolonisieren, sondern auch die weißen Menschen, ne? Sollen sich auch dekolonisieren. Gemeinsam. Die, nicht nur sie, sondern wir.
gemeinsam arbeiten. Ich glaube, das ist der erste Punkt zu verstehen, ne? Wir müssen uns alle dekolonisieren. Okay, sehr spannend. Ich würde mal das Wort weitergeben an dich, Jeannie. Du hast dich auseinandergesetzt mit ganz unterschiedlichen Diskriminierungsformen und dahingehend auch irgendwie mit, in welche Rolle da auch Schönheit oder Schönheitsideale damit spielen. Und ich würde dich vielleicht einfach direkt mal fragen, wir haben jetzt von Maurice sehr viel gehört zum Diskurs über Dekolonisierung, über Dekolonisierung des Körpers. Welche Rolle spielen Schönheitsideale dabei? Was haben sie auch mit dieser Kolonisierung oder Dekolonisierung auch zu tun? In Kurzfassung alles. In Langfassung, also auch angeknüpft auch an das, was Beatrice gesagt hat, ist, dass also im Zuge des Kolonialismus gab es diese, also das ist jetzt quasi einmal mini kurz historisch. Im Zuge des Kolonialismus gab es den Wunsch von den Kolonialisierenden, den weißen EuropäerInnen, sich abzugrenzen. Also im Grunde erstmal eine Grundlage zu bauen, warum dürfen wir denn kolonialisieren? Also warum sind die anderen halt anders? Und haben da in der Zeit im Grunde angefangen, in jedem Feld sich abzugrenzen. Und da gibt es zum Beispiel, habe ich letztens gerade erst gelernt, diesen Aspekt, ich glaube, es heißt Homophobie, aber es kann auch sein, dass es nicht das richtige Wort ist, nämlich die Ablehnung von bunten Farben. Und zwar gab es dann irgendwie im Jahr, was weiß ich, vor 400 Jahren gab es dann halt KünstlerInnen, die natürlich hoch angesehen waren in Europa und natürlich auch verbunden waren mit den DichterInnen und DenkerInnen und der Kirche und wem nicht alles, und haben dann halt entschieden, dass bestimmte Farben ein Zeichen dafür sind, dass man zivilisiert ist, und dass andere Farben ein Zeichen dafür sind, dass man wild und triebhaft ist. Und auch das ist ein Grund dafür, weshalb die furchtbar schönen in meiner Welt, die furchtbar schönen bunten Farben zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent oder auch vom indischen Kontinent, asiatischen Kontinent und halt vor allen Dingen in Indien, was ja ein ganz wichtiger Kolonialisierungsort auch war, gleichzeitig super erwünscht waren und aber total abgewertet worden sind. Und gerade diese Doppelung ist halt etwas, was sich immer wieder im Rassismus so richtig krass wiederfindet. Von einerseits sind es halt die niedriger angesehenen Menschen, und gleichzeitig gibt es so eine Exotisierung, und ist irgendwie spannend und aufregend. Und also das gab es dann halt zum Beispiel in dem Ding von Menschenzoos oder auch und halt auf der anderen Seite halt Versklavung, was ja einmal so ein, oh, wir müssen die angucken, das ist total interessant, und gleichzeitig so, die sind voll schlimm und wir wollen die nicht. Und dementsprechend ging es halt immer auch um Körper. Also auch überhaupt dieses ganze, die Weiterführung von Colorism, also je dunkler, desto schlechter, ist etwas, was sich halt einmal komplett durch die ganze Welt auch gepackt hat. Das ist in allen mir bekannten Zivilisation oder das, was ich in irgendwie so gelesen habe, ist halt immer, ist, dass es eine Hierarchisierung gibt, und die immer bedeutet, je näher man am Weißsein ist, desto angenehmer oder desto besser gestellt ist man in der Welt. Und das ist dann etwas, was sich dann halt auch auf verschiedenen Ebenen widerspiegelt, weil Weiß ist im Endeffekt, kann man als Chiffre nehmen oder als Synonym nehmen für die erwünschte Norm. Und da geht es manchmal gar nicht um tatsächlich Weißsein oder Hautfarbe, sondern da geht es zum Beispiel auch um Geschlecht, um Sexualität, um Behinderung oder Nichtbehinderung. Also dass halt die positive Norm wird gleichgesetzt mit Weißsein, und das ist halt das, was wir immer irgendwie am besten erreichen sollten, damit wir eben Privilegien haben. Also dass es eben nicht ist, wir sind alle gleich und wir kriegen alle das Gleiche, sondern es wird so getan, als gäbe es begrenzte Ressourcen und nur bestimmte Menschen kommen an diese Ressourcen dran. Und so kann es halt sein, dass halt eine weiße Person, die zum Beispiel trans und behindert ist, dann aus dem Kreis der illustren Weißen auf eine Art wieder rausgeschoben wird, obwohl sie weiß ist. Und natürlich potenziert sich dann aber die Diskriminierung immer noch mehr, wenn es halt auch noch um den Faktor Race geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine sinnvolle Erklärung war. Also sinnvoll war es auf jeden Fall sehr. Danke dir für den sehr sinnvollen Redebeitrag.
Worauf ich aber noch mal gerne ein bisschen mehr zu sprechen kommen würde, ist auch, welche Rolle konkret Schönheitsideale auch spielen. Dass wir haben jetzt viel über Körper und auch über koloniale Gewalt insgesamt gesprochen. Vielleicht auch von dir, Beatrice, du arbeitest ja schon lange in der Modebranche, in der natürlich Schönheit eine riesengroße Rolle spielt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen einen Insight geben, wie es, ja, wie es darin aussieht, welche Rolle spielt Schönheit auch, genau. Ja, gerne. Aber auch nochmal, vielleicht nur kurz anlehnend, auch zu dem Thema, wie wir denken. Und ich glaube, was nochmal entscheidend ist zu erwähnen, dieses universelle Denken, ne? Also es gibt sozusagen eine Form von, wie wir als Gesellschaft denken, und das bestimmt sozusagen, gibt wie sagt man, eine Deutungshoheit, ja, das bestimmt die Norm. Und deswegen ist es halt auch so spannend mit dem, was ich mache, weil ich sozusagen das Afrozentrische gegenüberstelle und sage, aus einer afrodiasporischen, afrozentrischen Perspektive können wir diese Dekolonisierung tatsächlich vollziehen. Und in der Tat, in der Mode spielen Schönheitsnormen eine immense Rolle, wenn wir uns an Featurism, Colorism, Texturism, also im Prinzip so wie wir aussehen, dunkelhäutig, schwarze Menschen kommen in diesem Schönheitsideal gar nicht vor. Also wir sind gar nicht sozusagen vorgesehen als schön. Und wir werden erst sozusagen als schön angesehen, je näher wir an diesen Kriterien, hellere Haut, europäische Gesichtszüge, glattes Haar. Und das Interessante ist auch tatsächlich, vielleicht kennen die ein oder anderen auch die Schauspielerin Bo Derek. Das war eine Ikone, eine weiße amerikanische Schauspielerin aus den 80ern. Und sie hatte im Prinzip so eine ähnliche Haarfrisur wie ich getragen, Cornrows, und wurde total verherrlicht, ne? Also für sie ne, Schönheitsideal, alles super und auch mit dieser Frisur wundervoll. War die das Aber Bond Girl? Sorry, war die dieses Bond Girl? ja, die war, ich glaube, auch Bond Girl auf jeden Fall in den 80er Jahren, die Ikone. Und es gibt, im Gegenzug gab es halt auch eine Sisley Tyson. Die hat unter anderem auch hier bei How to Get Away with Murder mitgespielt, ist aber leider vor 2 Jahren verstorben. Hat auch natürlich, ne, als schwarze Frau ihre eigene Identität ausleben wollen. Und da wird es aber tatsächlich wieder so ausgelegt, oh nee, das ist jetzt nicht so schön, das sieht irgendwie ungepflegt aus, das sieht jetzt irgendwie zu animalisch aus. Also was ich damit sagen möchte, interessant ist, erst wenn eine weiße Person etwas trägt, wird es schön. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wieso dieser Dekolonisierungsprozess auch gerade aus einer afrozentrischen Perspektive so wichtig ist und gerade auch mit dem Tool Mode, weil das auch eine Form von einer Rückforderung ist. Also wir fordern im Prinzip zurück, wir setzen die eigenen Kriterien, auch im Hinblick auf welche Styles, welche Stile, welche Looks, wie wird das kombiniert mit den Haarfrisuren. Also das ist ja aus einer Kultur auch heraus entstanden, aus einer schwarzen Kultur, wenn wir auch an die Hip-Hop-Kultur denken, ne? Also das ist aus einer Kultur von marginalisierten Menschen entstanden, und dementsprechend wurden da schon Kriterien etabliert, die aber dann erst mit dem, dass weiße Menschen sich dem angenommen haben, dann auf einmal schön wurden. Und ich glaube, diese Herausforderung, dass wir tatsächlich verstehen, wie wichtig es ist, auch wenn wir dem gegenübersetzen, tatsächlich die afrozentrische Perspektive. Also wie sieht es aus, wenn Schönheitsideale aus dem Kontext kommen, ne? Also jetzt zum Beispiel in verschiedenen afrikanischen Ländern, eine hohe Stirn, Zahnlücke, ne? Also das sind halt einfach diese Kriterien, und dass wir uns das halt auch vergegenwärtigen und im Prinzip diese Gleichstellung wird so, denke ich, auch erstmal nicht stattfinden, dadurch, dass es halt einfach noch diese Norm gibt. Und erst wenn wir kritisch sozusagen dem gegenüberstehen und uns allen diese Prägung auch klar ist, weil wir sehen es ja, also es gibt natürlich immer noch auch gerade
auf dem Kontinent genug schwarze Frauen, die sich ihre Haare glätten, weil das halt einfach dazu führt, okay, ich bin dem Ideal näher, ich bekomme diesen Job, ich habe mehr Aussichten auf eine höhere Position, ich habe weniger Schwierigkeiten, ich bekomme Partner XY. Also diese ganze Prägung spielt sich auf das Ganze, auf die ganze Lebensrealität dann am Ende aus und reproduziert diese strukturellen Rassismen. Und ich glaube, dieses sich vergegenwärtigen, woher eigentlich diese ganzen Kriterien kommen und dass es wichtig ist, tatsächlich diese Auseinandersetzung mit sich selbst zu haben und aber auch zu schauen, okay, wer kann denn jetzt eigentlich auch dekolonisieren? Also können das tatsächlich weiße Menschen oder liegt es in unserem Ermessen, also marginalisierte Menschen, die im Prinzip diese Dekolonisierung, diesen Dekolonisierungsprozess vollziehen können? Na, also das ist halt auch immer wichtig, gerade wenn ich auch institutionell arbeite und ich dann auch schon mitbekommen habe, klar, es gibt dann weiße Lehrbeauftragte, die diesem Thema auch irgendwie behandeln wollen. Aber das ist halt immer so dieses Thema, sind wir in der Institution, nicht, von wem geht das aus, um überhaupt diesen Prozess möglich zu machen. Und das ist halt auch gerade so in Mode. Hier im deutschen Raum sind wir da noch ziemlich zögerlich. Also im deutschen Raum wird noch ganz wenig über Dekolonisierungsprozesse gesprochen, wobei es eigentlich ganz klar liegt, kulturelle Aneignung etc. Deswegen ist diese Plattform Fashion Africa Now auch eine erste Quelle, eine erste Source, die aus einer afrozentrischen, aus einer afrodiasporischen Perspektive diese Strukturen aufbricht und das einfach mal gegenüberstellt und ja, sich kritisch damit auseinandersetzt. Und es braucht auf jeden Fall sehr viel Sensibilisierung, sehr viel Aufklärung, weil halt auch einfach oft Dekolonisierung mit der Historie, Kolonialismus gleichgesetzt wird und so eine Haltung entsteht, das betrifft mich nicht. Also es betrifft uns alle auf jeden Fall, aber wichtig ist, wer kann denn dekolonisieren? Wer sollte dekolonisieren und wer sollte in diesem Prozess mitgehen, aber in einer zurückhaltenderen Position? Genie, du hattest eingangs gesagt, es geht dir gar nicht nur darum, irgendwie zu sagen, wer ist schön oder was ist schön. Aber vielleicht können wir noch mal aufdröseln, welche Rolle konkret spielt Schönheit? Warum sprechen wir konkret über Schönheit? Ich gebe erstmal das Wort an dich und dann können aber gerne auch Mauricio, Beatrice, ihr könnt gerne auch noch mal darauf antworten. Ich würde einfach schon wieder auch bei Beatrice mit dran, also mich darauf rückzubeziehen, weil also wenn wir jetzt zum Beispiel eben dieses Feld von Mode nehmen, ist es ja, also Mode hat verschiedene Ebenen. Also zum einen geht es halt darum, überhaupt habe ich Klamotten am Arsch, also bin ich nackt oder bin ich es nicht so. Also und halt Kleidung zu haben bedeutet dann halt auch das Haus verlassen zu können und Kleidung ist ein Ausdruck von Status, Kleidung ist ein Ausdruck von oder kann ein Ausdruck sein von Status und kann halt auch Türen öffnen in bestimmte Richtungen. Und ich würde sagen, also ein Punkt ist zum Beispiel, also das, was auch Beatrice gesagt hat, dass es gibt nicht oder es gab wahrscheinlich schon immer so zwei schwarze Models. So zwei, aber das dann auch ganz schön viel. So, das reicht dann aber auch, während es sonst wie viele Millionen von verschiedenen Spicy White Models gab, also weiß und dann mit noch ein bisschen Oregano drin oder so, man weiß es nicht. Jedenfalls, dass halt eine Vielfalt überhaupt, also dass wie die Welt dargestellt wird oder wen wir halt sehen, auch in Kleidung, bildet dann halt natürlich auch für uns irgendwie, wie man in Kleidung auszusehen hat. So, und das heißt, es ist halt nicht nur, dass wir eben sehen, zum Beispiel ein schmales Gesicht, eine schmale Nase, die nicht so breit ist wie der Mund und ein schmaler Mund, den habe ich jetzt leider. Dass das dann eben ein Ausdruck ist von etwas, woran wir gewohnt sind, das als schön zu empfinden, während andere Gesichtszüge zum Beispiel oder auch andere Kleidung oder überhaupt eine schwarze Haut oder lockige Haare und, oder erstmal ungewohnt sind. Und
wenn wir unsere Sehgewohnheiten alleine ändern, macht das halt schon was. Also für mich ist persönlich zum Beispiel immer ein Problem, finde ich überhaupt Kleidung? Also ich bin eine fette Person. Kleidung im Laden gibt es kaum noch. Also es gibt irgendwie eins, zwei Überläden, Übergrößenläden. Und es ist halt überhaupt auch da interessant, dass es überhaupt Übergrößen heißt und nicht einfach, also warum gibt es übergroßen Läden oder warum gibt es nicht einfach Läden? Sehr. So, und darin ist dann natürlich auch drin, wer hat das Recht, sich schön anzuziehen oder wer hat das Recht, sich gut zu fühlen? Wer hat einen Zugang dazu, sich Klamotten zu kaufen, um einen total hoch angesehenen Job zu haben? Also finde ich zum Beispiel einfach irgendwelche sogenannte Business-Klamotte oder finde ich die nicht oder kann ich die überhaupt bezahlen? Weil rein theoretisch weiß ich, dass schlanke Menschen können auch zu Hasi und Mausi gehen und können sich da halt irgendwie irgend so eine Bluse und so einen Scheiß rausziehen und haben dann halt Klamotten an, mit denen sie halt auch in irgendein Büro gehen können. Während ich tatsächlich im stationären Handel, also in den Läden in der Stadt zum Beispiel, überhaupt gar keine Klamotten finde. Auch weil zum Beispiel das benannte H&M hat die übergroßen Abteilungen aus den stationären Läden rausgenommen. Es gibt das nur noch online. Und das bedeutet halt auch, wen möchte H&M in ihren Läden sehen? Mich nicht offensichtlich. Fette Menschen werden also an den Rand gedrückt. Und das ist halt etwas, was sich wiederum durch halt sämtliche Identitäten, die durch die Kolonialisierung halt geschaffen worden sind, auch durchzieht. Also es gibt in den queeren Communities, in den Trans-Communities, gibt es eigene Mode. Richtung. Es gibt einen bestimmten Ausdruck von Klamotten, aber das ist nicht unbedingt etwas, was ich im Standardhandel bekomme. Also zum Beispiel die lesbische Identität von Butch, also eine männliche Weiblichkeit darzustellen, kann zum Beispiel dann bedeuten, einen schniegen Anzug zu tragen und ein Hemd und so weiter. Und das ist dann halt ein Hemd und nicht eine Bluse. So, aber dann geh mal los als Person mit Brüsten und versuch ein Hemd zu finden, was nicht tailliert ist. Also schon auch das ist halt ein Ausdruck von Industrie, der sagt so, das ist etwas, was unerwünscht ist. Das ist nicht das, was wir wollen. Und so ist es halt auch in den letzten 50 Jahren, ist es halt auf jeden Fall auch eine Entwicklung, zum Beispiel zum Thema, was gibt es für Haarprodukte, was gibt es für Make-up-Produkte und halt immer mehr auch, also was gibt es insgesamt für Zugänge? Wo können Körper rein? Und das dann eben halt auch im Endeffekt, wenn man es ganz bis ans Ende denkt, wo können behinderte Menschen hin? Also wie gestalten wir auch die Welt, dass sie offen ist für behinderte Menschen? Also zum Beispiel ist diese Veranstaltung jetzt online. Das heißt, es gibt theoretisch die Möglichkeit für viele Leute, die zu Hause sind, daran teilzunehmen, während ich als behinderte Person zum Beispiel ziemlich häufig einfach nicht mehr rausgehe dieser Tage, weil niemand mehr Masken trägt und es immer noch einen tödlichen Virus gibt, der vor allen Dingen behinderte Menschen umbringt, was aber niemanden mehr interessiert. Also es bedeutet auch, wohin setze ich meine Betonung? Um wen kümmere ich mich auch? Welche Themen sind für mich wichtig? Und das halt, ja, geht halt einmal so durch. Ja. Marie Beatrice, möchte einer von euch direkt darauf antworten? Oder ihr habt beide so energisch mit dem Kopf geschüttelt? Ja, nee, weil ich würde nochmal auf die Konfektionsgrößen, ne? Also das ist ja auch eine koloniale Kontinuität, ne? Also es gibt diese Konfektionsgrößen, die wurden halt auch bemessen an bestimmten Körpermaßen. Und das sind halt einfach auch noch so Überbleibsel, ne, die jetzt erst so hinterfragt werden, ne? Also wo es jetzt endlich auch so Labels gibt wie auf Augenhöhe, ne, für Menschen, die halt einfach unterschiedliche Stages haben. Und das ist halt, was wir manchmal gar nicht so mitdenken, weil wir oft auch einfach nicht so eine intersektionale Perspektive haben, um einfach zu verstehen, okay, was gibt es denn alles für unterschiedlichen Perspektiven bezogen auf Schönheit? Und das halt immer nur aus einer eurozentrischen, weißen, ideellen Brille beobachtet, also genau thematisiert wird. Und das ist eigentlich so jetzt das Interessante an dieser Zeit, dass wir darüber sprechen können, aber tatsächlich, was passiert denn auch also in der Industrie, was passiert ne, auf verschiedenen Ebenen, in der Politik, in der Wirtschaft, gesellschaftlich, können wir da schon einiges verzeichnen? Ist da schon einiges sozusagen im Umbruch? Und deswegen ist es so wichtig, dass einfach auch Plattformen, marginalisierte Plattformen, auch eine federführende
Position in dem Ganzen bekommen. Und das sehe ich halt auch mit der Arbeit, die wir über Fashion Africa Now tatsächlich initiieren, dass das halt auch immer wieder irgendwie Thema wird. Hey, es gibt diese andere Perspektive, es gibt hier auch tatsächlich eine andere Orientierung und die sollte auch Teil sein. Ne? Also, und ich glaube, diese Diskussion, diese Dialoge, die sind jetzt ein Beginn, aber es ist auch wichtig, tatsächlich in Aktion zu treten. Und da sehe ich halt aber auch, wenn wir auch über das Thema Dekolonisierung, Schönheit, wer profitiert denn auch wieder von der Schönheit? Ne? Also wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, wo genau, wer profitiert? Ne? Und das ist halt auch, was zum Dekolonisierungsprozess gehört. Und das ist Wenn ich einmal kurz einhaken darf, kannst du die Frage direkt beantworten? ich habe dich gerade akustisch nicht gehört, bitte. Genau, ich wollte fragen, ob du uns die Frage direkt beantworten kannst. Wer profitiert denn von diesen ganzen? Genau, und ne, also industriell sehen wir, es sind multimediale Unternehmen, es sind Unternehmen, Traditionsunternehmen, hauptsächlich natürlich von weißen Menschen, von einer weißen geführten Unternehmertum. Und das ist halt, glaube ich, was diesen ganzen Dekolonisierungsprozess auch wirklich herausfordernd gestalten lässt, weil diese Strukturen über Jahre, Jahrhunderte so etabliert sind und wir jetzt einfach realisieren, okay, also es wird damit Geld gemacht und diejenigen, die eigentlich davon profitieren sollten, profitieren nicht davon. Und im Mode sehen wir es halt auch, Hip-Hop-Kultur, wir haben die ganzen Urban Brands, wir sehen diverse Streetwear-Brands, wem gehören diese Unternehmen, ne? Wo fließt das Geld wieder hin? Und deswegen ist es halt auch so spannend zu verstehen, dass in diesem Dekolonisierungsprozess jetzt auch im Hinblick auf Mode tatsächlich auch das Thema Waste Colonism. Wir haben auf dem Kontinent Secondhand. Wie wird damit umgegangen? Wird es wieder zurück zum Sender geschickt? Also das sind halt alles so verschiedene Prozesse, die wir mitdenken sollten und auch wirklich in diesem Prozess. Was ist schön, aber wer profitiert von der Schönheit, ne, dass das in eins übergeht? Welche Produkte haben wir auf dem Markt? Und ich habe neulich auch gelesen, also tatsächlich die Hair-Produkte, das ist, soweit ich mitbekommen habe, 1%, glaube ich, die tatsächlich Menschen afrikanischer Herkunft irgendwie gehören. Ne? Mode genauso, die globale Modeindustrie, also das ist sogar noch weniger als 1%. Und in dem Kontext sich das Ganze anzuschauen, wird dann auch noch mal ganz spannend. Und diese Dialoge brauchen wir deswegen auch auf wirtschaftlicher Ebene und nicht nur auf gesellschaftlicher oder auch politischer Ebene. Das ist super wichtiger Input von dir. Und ich würde auch nochmal ergänzend dazu sagen, ich glaube, was man sich bewusst machen muss oder was ich mir auch bewusst machen musste in dem ganzen Diskursen ist, dass sowohl in der Mode als auch in der Beauty-Branche der Markt von großen Firmen geführt wird und das nicht irgendwie, es ist nicht besonders divers, auch der Markt ist nicht besonders divers. Es sind riesengroße Unternehmen, die diese führen. Und ja, ich habe auch so eine Zahl mal rausgesucht, nur um es zu unterstützen und nochmal die Relevanz auch so aufzuzeigen, auch ökonomisch. Allein im letzten Jahr in Deutschland, also 2023 in Deutschland, wurden mit Kosmetik- und Körperpflegeartikeln rund 19 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und sich das vorzustellen, was das für Dimensionen sind, ist halt total crazy. Und welchen Impact das hat auf uns und wie relevant das ist für unsere Gesellschaft, ist total verrückt. Also vielen Dank dafür. Mauricio, möchtest du noch was dazu ergänzen? Ja, gerne, gerne, sehr gerne. Ergänzen auf jeden Fall. Danke für den Input, Beatrice und Jenny. Ich bin anders sozialisiert, glaube ich. Ich bin in Bolivien aufgewachsen und für mich diese Modelle von Schönheit waren klar deutlich, ne? Alle bekannten Marken hatten ihre eigenen Models, die das Gegenteil von uns, die ganze Bevölkerung waren. Und die Neigung, das zu sein, weil ich will schon auch sein, aber ich sehe mich in der Spiegel, erkenne ich mich nicht. Aber eventuell, wenn ich das und das kaufe, werde ich ein Tick näher sein, ein Schön zu werden. Ne?
So bin ich aufgewachsen und als ich die Gelegenheit hatte, nach Europa zu kommen, sagte ich, bestimmt alle in Deutschland fühlen sich schön. Oder die meisten Menschen, weil die passen zu diesem Prototyp, ne? Weiß, groß, blond, helle Augen. Ich dachte, wow, also ich muss das sehen, ich muss das kennenlernen. Und für mich war hier der Bruch, als ich gesehen habe, nein, also die meisten Menschen, auch die hier geboren sind, die weiß sind, die zu diesen Merkmale passen, fühlen sie sich nicht so schön. Ja, und für mich, das ist jetzt der Punkt, was auch Beatrice gesagt hat. Wir sind in dem Moment, in dem wir auch gemeinsam, auch mit anderen Menschen, die hier geboren sind, kurz Privilegien in der Seite lassen, sondern die auch andere Körper Merkmale haben, als die koloniale Prägungen, die schon heute die Erde bringt, können wir gemeinsam was verändern, ne? Weil das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile, so wie früher Rassismus war, ganz stark und klar, für bestimmte Menschen gemacht, so wie wir. Es hat mutiert und deswegen gibt es jetzt Diskriminierung, weil das System brauchte mehr Menschen zu unterdrücken und Diskriminierung trifft uns alle, mehr oder weniger. Ist das Gleiche, glaube ich, jetzt mit den Schönheitsidealen. Also das ist ein Thema, die jetzt nicht nur uns Bipops, natürlich, wir sind voll davon immer noch betroffen, aber es werden mehrere Menschen auch in der Gesellschaft, die sich an uns auch anschließen werden, weil die sind auch davon betroffen. Und deswegen finde ich als eine interessante Zeit, jetzt darüber zu sprechen. Und dank, dass die ganze digitale Revolution, die wir erleben jetzt gerade, können wir mehr in Verbindung kommen. Ne? Ich glaube, das ist das, was wir jetzt mit unserer Arbeit, das sollten wir mehr unterstützen. Ne? Da würde ich auch direkt gleich nochmal dran anknüpfen, nämlich dass wir, also auch mit dem, dass halt irgendwie dann blonde, blauäugige, weiße, dünne Deutsche, die cis und hetero sind, sich dann auch nicht schön finden. Da lohnt es sich auch nochmal, einfach nochmal eben diese 400 Jahre zurückzugehen und halt sich auch bewusst zu machen, dass halt Kolonialismus war eine wirtschaftliche Entscheidung. Also und auch und alles, was danach gefolgt ist, das hat alles wirtschaftliche Faktoren. Wir leben heute in einer Form von Kapitalismus, die sich aufgebaut hat über die letzten paar hundert Jahre. Und da ging es eben darum, tatsächlich eben zu raffen. In deutscher Gebärdensprache, die Gebärde für Kolonialismus ist Kolonialismus. Also es wird so aufgefuttert quasi. Und ich finde es ein sehr schönes Bild, ist einfach genau dieses Bild, das Kolonialismus. Also es ging darum, zu raffen und zu haben und zu nehmen und auch wegzunehmen. Und dementsprechend ist es halt auch, finde ich, sinnvoll und gut, auch darüber nachzudenken, dass halt im Endeffekt das, was profitiert, ist halt, also es geht halt um Profit. Und dementsprechend geht es halt auch immer um eine Möglichkeit, sich zu verbessern, irgendwo hinzukommen. Und gleichzeitig eben in diesem weiß-westlichen Denken von einer weirden Form von Individualisierung, die halt sagt, du bist deines Glückes Schmied, sozusagen. Also es ist halt nicht. Also, dass es in und an dir selbst liegt, wie weit du kommst in der Welt und nicht zum Beispiel ein Ubuntu-Gedanke von ich bin, weil du bist oder wir sind, weil ihr wart. Was ja, also das eine ist ja ein gemeinschaftlicher Gedanke von wir leben miteinander und bauen uns auch miteinander auf und mein positives Leben hat auch eine positive Auswirkung auf dich versus ich muss besser sein als Wettbewerbsgesellschaft, weiterkommen als toller sein, schöner sein, größer, mehr, 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 haben, haben, haben. Und wenn man halt eben diesen Gedanken verfolgt, dann ist es halt auch klar, weshalb auch irgendwie, weshalb Supermodels Essstörungen haben und sich hässlich finden, weil wir in einer Gesellschaft und in gesellschaftlichen Strukturen leben, die sagen, dass wir uns verbessern müssen. Und zwar immer. Und es halt immer darum geht, sich zu verbessern und nicht darum geht, zu sein. Es geht nicht darum, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Es geht nicht darum, Gutes in die Welt zu tragen, sondern es geht darum, besser zu sein als immer. Ja, interessant. Ich würde da anlehnt, also ja, das ist richtig, dieses ne, besser sein als und vor allen Dingen, was halt auch damit einhergeht, ist halt auch auf Kosten anderer. Ne? Also dieses ne, Kolonisieren geht halt wirklich so darauf hin, egal was komme. Ne? Wir sehen es im Klima.
Wir haben die Klimakrise aufgrund Kolonialismus. Wir sehen es in der Wirtschaft. Wir sehen diesen Überkonsum an Kleidung. Also völlig egal, was es bedeutet, wenn wir hier Überproduktion haben, überkonsumieren, weil es wird ja nach Afrika geschmissen. Und die können zusehen, was sie damit machen. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt auch jetzt jahrelang gar nicht diesen Blick hatten, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und wie wirken diese kolonialen Kontinuitäten fort? Und wir haben jetzt Gott sei Dank ein Zeitalter mit den sozialen Medien, wo das uns alles jetzt gegenübergestellt wird, ne? Also wir können nicht mehr sagen, ich wusste davon nichts, ich hatte gar keine Ahnung. Weil es ist alles glasklar und jetzt ist wirklich so diese Zeit, wie gehen wir damit um? Ne? Also wie handeln wir jetzt? Ne? Und auch vor allen Dingen in so einem Gemeinschaftshandeln. Ne? Wie sind wir solidarisch? Ne? Wer sind die Verbündeten, die sagen, okay, wir nehmen uns dem jetzt an und tun auch was? Ne? Und das ist halt auch tatsächlich ein Prozess, wo es ziemlich viel Courage dazu gehört, aber es ist natürlich auch unbequem, weil es geht um Wirtschaft. Also heißt letztendlich, es gibt natürlich jetzt diejenigen, die auch sagen, hey, wir wollen auch von der Wirtschaft profitieren. Es ist im Prinzip genug für alle da, nur diese Verteilung findet jetzt aktuell auch erstmalig anders statt. Und auch gerade so im Hinblick auf Mode, die Designer, die auch auf dem Kontinent sind, sagen sich, ich möchte auch auf dem Kontinent produzieren. Ich möchte in verschiedenen afrikanischen Ländern produzieren, aber international, global verkaufen. Genauso wie es andere internationale Marken machen, ne? Und da haben wir auch wieder so diese Barriere, wenn wir an Handelsverträge denken, können überhaupt diese Designer ihre Produkte hier ganz unbeschwert verkaufen? Dann haben wir wieder Zölle etc. Also das ist halt alles so miteinander verwoben und verzahnt und das ist jetzt einfach wichtig, das irgendwie zu entpacken. Und ich sage auch immer gerne zu deconstruct, weil im Prinzip auch Dekolonisierung dieses Kolonialismus in sich hat natürlich. Und sich da einfach auch wieder so die Frage stellt, was ich eingangs schon gesagt habe, okay, wer kann eigentlich dekolonisieren? Wer können überhaupt weiße Institutionen dekolonisieren, wenn gar keine marginalisierten Personen in dieser Institution sind und wenn auch tatsächlich bestimmte politischen Gegebenheiten gar nicht vorausgesetzt sind. Also so dieses, inwieweit ist das tatsächlich machbar? Das ist halt auch immer wichtig mitzudenken. Und natürlich ist es ein Prozess, wo wir alle uns drin befinden und auch alle versuchen sollten, über Reflexion einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das ist so ein bisschen, wenn wir auch wieder zurück so an Schönheit denken, ja, das bedeutet auch tatsächlich zuzulassen, ne? Andere Wissensproduktion, andere Schönheitsideale zuzulassen, ne? Also ganz praktisch gesprochen, wenn wir ModeratorInnen sehen, ja, auch Darkskin-ModeratorInnen, auch Menschen, die mehr Gewicht haben, ne, die andere Körpergruppen haben, also auch wirklich das zuzulassen. Und das sehe ich halt in den Medien auch noch ziemlich zurückhaltend, wo das einfach schon mal so ein Ort wäre, wo es gesellschaftlich direkt wahrgenommen werden würde, ne, das Thema Schönheit. Es gibt ja jetzt gerade auch schon ein bisschen länger andauernd, ich würde das so verorten, so ungefähr seit 2020 immer mehr so ein Aufschwung von so Schlagworten wie Diversität, sowohl in der Beauty-Branche, in der Modebranche. Wie würdet ihr das bewerten? Ihr schmunzelt alle so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wer möchte als erstes vielleicht darauf was sagen? Naja, in den 90ern hieß es halt, wir werden bunter. Ja. 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 Also natürlich ist halt immer so das Ding, ne? Also so wie halt immer mit allen Sachen ist halt klar, Repräsentation ist wichtig und also zum Beispiel, ich bin große Freundin von Quoten tatsächlich, weil es dann halt zu einem Druck kommt, sich zu öffnen und auch nochmal anders mit Themen zu beschäftigen. Dann gibt es wieder andere, die das nervig finden, ist mir scheißegal. Ich bin für Quoten. Quoten!
Und halt auch die sinnvoll durchzuziehen eigentlich, weil dadurch kommt es halt zu einer Bewegung. Und es ist halt, wenn erstmal, also auch wenn es häufig ja erstmal zum Tokenizen kommt, also so ein, na guck, wir haben doch hier die eine Person, ist es ja trotzdem so, dass auch ein Token, diese eine Person ja auch handlungsfähig ist und das auch Folgen nach sich ziehen kann. Also es ist auch positive Folgen im Sinne von, wenn da schon mal eine ist, dann kann vielleicht auch noch mal irgendwann eine zweite dazu kommen. Also so wie es halt in den, zum Beispiel in den 90ern dann halt nur zwei schwarze Models gibt, gibt es heute dann schon sechs oder so. Und so wie halt früher in den 90ern alles Mögliche bunter geworden ist, ist es jetzt halt, heute ist halt das Schlagwort Diversität und jetzt das nächste Schlagwort ist Intersektionalität, was dann auch immer falsch verwendet wird und so, und dann hieß es mal, wir wollen integrieren, jetzt wollen wir inkludieren und im Endeffekt bin ich für rezentrieren. So, aber dann ist halt, also da hängen ja dann auch jeweils Konzepte dran, die dann verbessern, über die wir auch super gerne sprechen könnten, also die wahren Konzepte darin. auf jeden Fall klar, ich bin dafür, auf jeden bin ich dafür, es ist immer sinnvoll und ja, aber halt wirklich auf die Art und Weise, wie es halt auch sinnvoll ist und eben nicht auf, also nicht halt nur so auf einer halben Arschbacke absitzen, sondern halt ernsthaft. Also es ist halt im Endeffekt, also ist es halt so, dass halt Menschen grundsätzlich ihre Machtposition aufgeben müssten und eben Macht überhaupt insgesamt mal anders verteilt werden müsste. Und dann ist es halt, das wäre dann halt am Ende das Gute. Also wenn Jeff Bezos 0,2% seines Geldes nehmen würde und es reinvestieren würde in den Ländern, wo er jetzt gerade ausbeutet, dann würde es natürlich zu einer insgesamten Machtveränderung kommen, weil jetzt halt dann eben die Bündelung der Macht liegt jetzt gerade in den sogenannten westlichen Ländern, vor allen Dingen in Nordamerika, aber auch in Europa. Und wenn halt ein Teil dieser Macht zum Beispiel im Sinne von Geld auf einem anderen Kontinent landen würde, würde das was verändern. Wenn jetzt alle Top 100 Geschäfte, Firmen, wie auch immer, jetzt plötzlich tatsächlich 10% BIPOC-Quote einführen müssten, pro Ebene, wo halt auch, also so also Geldebene, auf allen Ebenen, dann natürlich würde es zu einer Veränderung kommen und einer positiven Veränderung kommen. Aber solange wir halt nur Schlagworte verwenden, sind es halt nur Schlagworte. Ja. Kann ich mich im Prinzip auch nur anschließen. Und was ich aber interessant finde im deutschen Raum, also wenn wir über Diversität sprechen, ist, es ist immer so verbunden mit Gender. Also ich meine, klar, ne, wenn man jetzt Diversitätsmanager sucht, dann gibt es ganz viele Unternehmen, die haben halt eine weiße Frau in dieser Position. Und ich denke dann, okay, kann ich verstehen, weil klar, mehr Diversität bedeutet mehr Frauen in bestimmten Positionen. Aber wenn wir tatsächlich uns wieder die Strukturen anschauen und uns denken, okay, struktureller Rassismus, also es braucht ja im Prinzip auch tatsächlich eine Person mit einem kulturellen Vordergrund irgendwo, ne? Und das ist so, was ich so spannend finde irgendwie im deutschen Raum, dass ja, Diversität heißt mehr Frauen. Ich stimme dem auch zu, aber irgendwie denke ich mir, eigentlich müsste man das doch nochmal aus diesen unterschiedlichen kulturellen Perspektiven auch anschauen. Und klar, es ist natürlich auch wieder aus einer wirtschaftlichen Sicht ein Marketing-Tool. Ne? Ich mache jetzt hier, ach so, okay, wir haben nicht so viele schwarze Menschen gesehen oder irgendwie Menschen mit unterschiedlichen Prägungen. Also machen wir unsere Marketingkampagnen und wir verdienen ja noch mehr Geld damit. Ach super, weil wir diese Menschen jetzt auf einmal auf unseren Marketingkampagnen haben, ne? Und das ist halt so dieses Verquerte auch einfach daran, wie das Konstrukt auf einmal wieder zu so einem Wirtschaftsprofit-Tool umgelenkt wird. Und der Urkern, also dieses Urproblem, was da eigentlich ist, wird gar nicht gelöst in dem Moment. Und das ist, glaube ich, was wirklich aus dieser wirtschaftlichen Perspektive ganz klar hervorgeht und wo wir jetzt ja auch sehen, wie viele Unternehmen auch wieder ihre Diversity-ManagerInnen kündigen und das nicht mehr irgendwie dem Unternehmen jetzt Profit bringt oder so. Und ja, es ist ein Buzzword, a nice Buzzword.
Da möchte ich dann auch einfach kurz ketzerisch dazu schmeißen, dass weiße Hetero-Cis-Frauen sind AgentInnen des Patriarchats und im Endeffekt sind alle Hetero-Frauen AgentInnen des Patriarchats, damit ihr es alle miteinander wisst. Und also dass auch das wäre eine Dekolonialisierung da anzusetzen und eben, wenn man von Gender spricht, auch darin zu sehen, dass es halt unterdrückte Geschlechter gibt und es halt irgendwie eine weiße Frau, also man kann es einfach, wenn man es einmal zack überträgt, es gab irgendwie diesen, den viel auch hier diskutierten Wahlkampf, der dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass Trump an die Wahl gewählt worden ist. Und da sieht man ja sehr wunderbar, wer alles mit für den eigenen Untergang gestimmt hat. Und halt an allererster Stelle ist von den Marginalisierten, was nämlich die weißen Cis-Frauen sind, die haben am meisten mitgewählt. So. Und dann halt wirklich in einer Nähe zum Weißsein nach unten hin kann man dann halt sehen, wer was gewählt hat. Und das ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Und genau, wenn man halt von einer Diversität spricht und halt nur an Gender denkt, dann sind halt auch, also müsste weiß als erstes raus, meinetwegen eine Frau, aber dann nehmen wir bitte eine, die nicht weiß ist. Und tatsächlich gibt es halt auch noch queere Menschen, Transmenschen und so weiter und so fort. Das ist halt einfach Quatsch, dann wiederum an der nahesten Stelle zum absoluten Ideal des Weißseins daran anzusetzen. Das halt, ja, können wir halt auch lassen. Weil natürlich das Patriarchat und White Supremacy und wie auch immer, welche Struktur wir nun jetzt gerade be betrachten, die alle miteinander verwoben sind, haben das Interesse, bestehen zu bleiben. Und natürlich sind halt die, die am ehesten profitieren, die, die am nahesten dran sind. Und die sollten dann vielleicht nicht diejenigen sein, die als erstes quasi, also die dann halt zentriert werden in einem Aufbrechen dieser Thematik. Das ist das, was ich vorhin meinte mit rezentrieren. Und ich hatte noch einen zweiten wichtigen Punkt, der ähnlich ketzerisch war, aber der fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Den kannst du auch gleich nochmal reinwerfen. Kein Problem. Genau, also vielen Dank. Es war auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr viel, sehr guter und wichtiger Input. Ich habe jetzt auch, genau, also worüber ich noch gerne sprechen würde, wäre auch, inwiefern diese Schönheitsideale, um auch zu dem Aspekt wieder zurückzukommen, um Schönheitsaspekt zurückzukommen, inwiefern die auch in unseren Communities verankert sind. Weil wenn wir jetzt über Diversität sprechen, zum Beispiel, mache ich die Erfahrung persönlich, dass das zwar irgendwie jetzt gerade vielleicht irgendwie so in Kampagnen irgendwie ganz groß ist und so, real ändert sich aber auch nichts. Und vor allem, wenn ich jetzt so ein bisschen zum Beispiel in das Herkunftsland meiner Eltern schaue, nach Pakistan schaue, dann spielt da Diversität keine so große Rolle, sondern da ist es, sind Whitening Creams, also Cremes, die man sich auf die Haut machen kann, damit sie also Haut aufhellen quasi, immer noch haben immer noch einen riesengroßen Markt. Und vielleicht auch an dich, Mauricio, wie nimmst du das wahr? Sind diese Debatten, finden die auch in Bolivien zum Beispiel statt, oder ist das jetzt etwas, was du hier findest? Ja. Und haben sie überhaupt irgendeine Bedeutung auch für dich? Du hast das jetzt mir noch gar nicht so gesagt. Ja, naja, auf jeden Fall. Da kommt nochmal die Frage, wer soll sich dekolonisieren, ne? Und inwiefern, wie weit? Wie gesagt, ich bin in Bolivien sozialisiert, ich kam schon hier als Erwachsene und wir haben so lange in Bolivien politische Bildung gemacht mit Kunst und gleiche Themen, die hier auch präsent sind. 2024, wir haben in den 90er Jahren angefangen. Und es ist noch schwieriger, ich weiß nicht, wie bei euch beiden ist, Jenny und Beatrice, aber in Bolivien ist es noch schwieriger, über solche Themen zu sprechen. Jetzt mittlerweile, die Leute öffnen sich so wie jetzt, hier in Deutschland, auch in Europa, weil es gibt natürlich viele Kollektiven, viele Gruppen von Menschen, die die Themen in die Gesellschaft einbringen wollen, in die koloniale Debatte, aber man ist so noch kolonial geprägt. Deswegen sage ich als die Weisheit, ich denke es auch so, verschiedene Themen, ne, so wie in Bezug Umwelt und so weiter und so fort. Natürlich, die Kontexte sind anders. Hier kann man natürlich anders thematisieren, weil die Kontexte geben uns die Gelegenheit. Wenn man so in anderen Kontext von Armut und so weiter spricht, natürlich Themen so wie Recycling und Pipapo sind Alltag und präsent, aber nicht so thematisiert, als wir tun was Gutes von der Umwelt. Ende, 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 Start, ne, weil
Dann gibt es die indigene Bevölkerung, die auch an den Bezugen mit der Umwelt und so weiter und so fort. Aber schon hat sie da alle Ende Kontext in den aufgewachsen, denen der Staat. Ne? Das ist so ein bisschen Kultur. Ne? Ich bin nicht weiß, ich bin auch nicht indigene. War natürlich sehr radikal. Alle wollten damals in den USA war unser Punkt. Alle wollten die Schönheitsidealen nehmen aus den USA oder aus Europa. Und wenn ich hier komme, natürlich ist das Gleiche, sehe ich das. Diversitätskompetenzen ist auf jeden Fall ein Thema bei uns hier, auch in meiner Arbeit. Ich versuche mal das einzubringen auf alle Ebenen, Diversitätskompetenzen. Besonders natürlich, globales Lernen ist mehr für die Schule, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, in dem die ganze koloniale Debatte auch treffen, sich treffen. Ne? Also Dekolonisierung des Wissens ist ein Punkt auch. Ne? Und da kommt auch das Thema Körper und Schönheitsideale. Ne? Ich glaube, deswegen sage ich, wir müssen uns alle die Frage auch selber stellen. Wir, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, wir, die auch über solche Themen sprechen, unsere eigenen Definitionen zum Schönheit. Was ist für mich schön, was ist nicht schön, was finde ich schön, was finde ich nicht schön. Wo orte ich mich auch in dieser Diversitätsdebatte, ne? Obwohl ich auch so viel geprägt bin, zum Beispiel auf diese Macho-Strukturen, die ich kannte in Bolivien, die zum Glück mittlerweile ändern sich und so weiter und so fort. Für mich ist auch die Frage bei uns in der Babel, die ganze Zeit arbeiten, ist diese Diskurse bringen, nicht nur in der Diskursen bleiben, sondern selber ja, mit uns auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste. Und das ist auch diese Diskussion des Körpers. Nur alles, was ich sage, bringe ich wirklich in mein Leben, in meinen Alltag an. Mache ich das, was ich sage? Weil dazu jetzt Geld oder Profit, jeder von uns muss arbeiten gehen und alles, was wir machen, das für Geld. Einige natürlich machen schlimme Sachen für Geld, einige von uns verkaufen wir unsere Zeit, aber so oder so sind wir Konsumenten und sind wir ein Teil des Systems. Ne? Und deswegen glaube ich, diese Auseinandersetzung mit uns selbst, mit Begriffen, mit Konzepten, die wir in der Öffentlichkeit bringen, ist auch sehr wichtig. Ne? Ja, okay. Vielleicht wir nähern uns jetzt schon so ein bisschen dem Ende. Ich würde so ein bisschen einmal den Raum öffnen. Möchte einer oder eine von euch noch etwas sagen, was bisher vielleicht noch nicht Raum gefunden hat? Oder soll ich die nächste Frage einfach stellen? Ansonsten würde ich euch nämlich einmal alle fragen wollen, was ist denn überhaupt schön und was bedeutet denn Schönheit real für euch? Und dann können wir auch gerne wieder die Reihe rumgehen, Ginny, bitte. Mein Hund ist schön. Nee. Ich glaube, das, worauf ich Lust hätte oder wo ich gerne noch eben was zu sagen wollen würde, ist halt tatsächlich, also es gibt halt irgendwie viele Ebenen darin und es gibt viele Sachen, worin wir als Einzelperson auch einfach nicht so viel Macht haben. Also ich bin halt nicht Beyoncé, das heißt, ich habe keine Milliarde, mit der ich tatsächlich irgendwie mehrere hunderttausend Leute gleichzeitig erreichen kann oder sowas, sondern ich bin halt einfach nur ich. Und wir sind alle nur wir so. Und ich finde, es lohnt sich halt gerade, es ist halt wichtig, sich zu überlegen und darüber nachzudenken und sich klarzumachen, dass halt Schönheit nur ein Ausdruck ist von, also dass es halt quasi ein Platzhalter ist für ganze Konzepte. Und ich würde halt sagen, darin liegt halt auch die Frage nach Care oder Sorge oder und auch Verantwortung. Also es ist halt zum Beispiel dann halt wieder so. Es ist bekannt, dass Menschen, die schöner sind, kriegen weniger lange Haftstrafen. So, also Leute sterben auch eher, wenn sie hässlich sind. Also, und das ist halt, das wird halt auch festgemacht an zum Beispiel eben, also tatsächlich eben Schönheit, tatsächlich an Featurism, an Texturism, an Körperform, an all diesen Dingen. Und das ist etwas, wo wir in unserem Alltag und in unserem täglichen und auch mittelfristig und langfristigen Leben eben auch dran arbeiten können. Und halt dann Schönheit zu dekolonialisieren, bedeutet dann eben auch, sich zu fragen, mit wem verbringe ich Zeit? Wem verzeihe ich schneller? Oder mit wem gebe ich mir mehr Mühe? In welche Themen investiere ich meine Zeit? Welche Serien gucke ich mir an? Oder welche Medien konsumiere ich?
Habe ich heute Leuten Ramadan Mubarak gewünscht? Also ist überhaupt, sind halt auch andere nicht weiß-christlich sozialisierte Themen, sind das Sachen, die in meinem Alltag sind? Habe ich da ein Bewusstsein zu? Und natürlich ist es im Endeffekt auch, wen date ich oder date ich auch nicht? Ist es tatsächlich so, dass ich romantische Liebe als die wichtigste Form von Beziehung sehe? Ist es tatsächlich so, dass dann meine Beziehungspartnerin immer vor meinen Freundinnenschaften stehen, die aber ja eigentlich meistens für die allermeisten Leute, auch wenn sie in romantischer Beziehung sind, sind die Freundinnenschaften die Basis des Lebens und die Partnerinnen kommen dazu und trotzdem ist halt so, Partnerin kommt dann immer als erstes. Wenn meine Freundin Zeit hat, dann fahre ich mit der in Urlaub, aber meine ganzen Herzmenschen, die mich seit 30 Jahren begleiten, mit denen fahre ich nicht in Urlaub, zum Beispiel. Und das ist auch, also ich sage nicht, dass das einfach ist und ich bin da auch nicht irgendwie perfekt drin oder sowas. Auch ich habe weiße PartnerInnen, so. aber also es lohnt sich, glaube ich, wirklich halt auf allen Ebenen zu gucken, worin stecke ich alle meine Energien. Und ein Teil davon ist dann eben auch, sich halt umzugewöhnen. Also wenn man halt zum Beispiel die ganze Zeit mit Menschen abhängt, die der Normgesellschaft entsprechen, dann kriegt man halt auch nur Normen mit. Also wie erweitere ich auch einfach sowohl meine Perspektive, mein Kopf, mein Denken, als auch mein Herz. Und also es ist nicht nur, wo gebe ich mein Geld hin, sondern auch, wo gebe ich meine Sorge und wo gebe ich mein Herz hin und meine Aufmerksamkeit. Wessen Leben sind für mich wichtig? Welche Menschen möchte ich unterstützen? Und weil Menschen auch immer Teil von Communities sind und ich würde sagen, jedes marginalisierte Leben, was in dieser Welt besteht und lebt und überlebt und auch tatsächlich ja, florieren kann und toll sein kann und angenehm sein kann, ist etwas, was Wert gibt in diese Welt und nicht nur jemand, der Geld macht. So. Und ich würde sagen, das ist halt auch ein Teil von Schönheit und von. Ja, wo habe ich halt einen Fokus drin in der Welt? Und da lohnt es sich halt auch einfach mal zu gucken, ja, welche Theaterstücke gucke ich, welche Bücher lese ich, welche Musik höre ich, welche Konzerte besuche ich. Aber auch, sehen eigentlich meine Freundinnen alle aus wie das Brigitte-Cover? Oder habe ich eigentlich auch behinderte, schwarze, fette, queere Freundinnen? Und so. Also, weil wenn die Welt wäre, wie mein Umfeld ist, dann würde es ganz schön anders aussehen auch. Also jedenfalls weniger weiß. Ja. Kann ich auch, also im Prinzip nur ergänzen, ne? Also wie konsumieren wir, ne? Also wie sieht unser eigenes Umfeld aus? Auch nochmal zu der Frage, was bedeutet Schönheit für mich selbst? Im Prinzip ist es auch eine schwierige Frage letztendlich, weil ich bin ja selber hier in Deutschland sozialisiert, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Und bin natürlich eurozentrisch geprägt auf eine Art, ne? Also so wie ich aufgewachsen bin. Aber diesen Prozess, dieses Abkapseln, also ich merke das auch in meinen Seminaren, weil ich auch zu 90% Inhalte nutze, die von marginalisierten Wissensproduktionen kommen. Weil ich mir auch einfach sage, wenn ich dieses Thema Dekolonisierung angehe, dann möchte ich das wirklich aus dieser Haltung heraus, ne? Also es sind zu 90% einfach wirklich diese Inhalte, weil die einfach schon den Unterschied machen, weil da ja schon ein Prozess des Umdenkens stattgefunden hat. Und wenn ich jetzt auch in Bildern denke, gerade zu dem Thema Fashion, Fashion made in Africa, African Fashion ist jetzt auch a thing. International bekommt es immer mehr globale Aufmerksamkeit. Und dann denke ich mir so, okay, das sind jetzt JournalistInnen. Die sind meistens weiß, die schreiben jetzt darüber, die finden das jetzt auf einmal hip, aber aus ihrer Perspektive, ne? Und das ist so, was ich jetzt so beobachte in unserer Community. Was ist denn jetzt auf einmal der trendigste Designer? Und wer bestimmt das jetzt gerade eigentlich? Und das sind jetzt halt einfach so Prozesse, die halt auch viele auf dem Kontinent so erstmal gar nicht sehen. Da geht es erstmal darum, okay, super, ich habe ein Feature jetzt in der Vogue und jetzt bin ich dann irgendwie noch in der New York Times. Also diese Nuancen, diese Prozesse des,
okay, was heißt das, wenn ich jetzt im globalen Süden bin, ne? Also wie bin ich dort geprägt? Was bedeutet dort für mich Schönheit? Und dadurch, dass halt in vielen afrikanischen Ländern, also meine Herkunft ist Uganda, da sehe ich einfach, dass dieser Dekolonisierungsprozess ganz minimal stattfindet. Und das sind halt auch wiederum diejenigen, die natürlich akademischen Abschluss haben, die haben die Zeit, sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Und das ist halt das Spannende auch an diesem ganzen Prozess, dass da einfach jetzt wieder zu erkennen ist, okay, wir haben irgendwie dieses Privileg, wir haben jetzt gerade, ne, die Zeit und haben diesen Kontext und können darüber sprechen. Aber in verschiedenen afrikanischen Ländern geht es erstmal darum, grundsätzlich in dieser globalen Welt, mit dieser Kreativität, mit den Formen von Schönheit teil zu sein. Und dieses kritische Hinterfragen ist dann eigentlich noch gar nicht so relevant, weil man möchte ja erstmal Teil sein. Und das ist auch nochmal so eine spannende Ebene, was das bedeutet für uns hier im globalen Norden und was es auch nochmal bedeutet für diejenigen im globalen Süden. Also das sind halt auch Dialoge, das sind verschiedene Gespräche, die so auch noch nicht großartig stattfinden, die jetzt halt auch erstmal Räume dafür bekommen. Ne, es werden jetzt erst Räume dafür geschaffen, dass man wirklich diese Perspektiven zusammenbringt und das daraus irgendwie diskutiert. Deswegen, kurz gesagt, wir selber sind tatsächlich dafür verantwortlich, inwieweit wir diese Prozesse voranbringen können, inwieweit wir auch bereit sind, zurückzustecken. Das gehört halt auch mit dazu. Also wirklich und anderen auch tatsächlich den Vortritt zu lassen. Also das ist, glaube ich, für viele dieser Prozess, der tut weh. Also ich sage das auch immer meinen Studierenden, diese Prozesse sind nicht alle angenehm. Aber um wirklich was zu verändern, gehört es dazu. In diesen Prozess reinzugehen. Und ich glaube, wenn wir uns das alle vergegenwärtigen und verstehen, woher das kommt und warum das jetzt nötig ist, Raum zu geben und Vortritt zu lassen, und dass wir alle am Ende eigentlich davon profitieren, ich glaube, wenn das auch schon klar wird bei vielen, dann kommen wir einen Schritt weiter. Aber das ist aktuell natürlich noch die größte Hürde. Ja, also ich meine letzte Worte kurz auch und knackig. Vielen Dank erstmal für den Austausch, war super. Was wir brauchen, glaube ich, sind mehr Räume, was du gesagt hast, Beatrice, und das ist ein Teil von der Dekolonisierung des Körpers, Räume des kollektiven Wohlgefühls, ne, indem wir diese Kultur, der Dialog einfach bringen. Ne. Es gibt eine These, eine Antithese, aber das Ziel ist, eine Synthese zu haben, ne, dass wir gemeinsam ohne Trennung, was meinen, weil Trennung ist war die Hauptwerkzeug des Kolonialismus. Ne? Wir trennen uns und wir sind leider unbewusst, wir machen das Gleiche. Ne? Wir trennen uns. Ich möchte nicht mit dem Weißen, ich möchte nicht mit dir. Ne? Wir trennen uns. Lieber machen wir Räume, in denen wir alle uns treffen, uns begegnen. Und dann natürlich ist unser Recht zu sein, ja, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Aber erstmal in den Dialog treten. Ich glaube, das fehlt uns auch. Nicht nur hier in Deutschland, weltweit. Und wie Beatrice gesagt hat, wir sollten solche Orte einfach besetzen und eröffnen, sodass wir mehr in Kontakt mit den anderen treffen. Ne? Ja, vielen, vielen Dank euch. Ich glaube, wir haben jetzt in kürzester Zeit wirklich über viele verschiedene Sachen gesprochen. Und jetzt würde ich den Chat ein bisschen öffnen für unser Publikum, dass vielleicht da noch Fragen kommen. Ihr könnt Fragen an einzelne Panelistinnen stellen oder an alle direkt. Genau. Es gibt eine Frage an Maurizio, sehe Ah ich ja. hier. Ja. Okay, ja. Ja, ich sehe sie jetzt gerade. Maurizio, die Frage an dich ist, welche Rolle spielt eurer Meinung nach die analytische Trennung von Körper und Geist, die in Europa ja total tief verankert ist und als selbstverständlich genommen wird, sowohl in der Kolonisierung als auch in der Dekolonisierung?
Wie schätzt ihr es ein? Können dekoloniale Konzepte von Körperlichkeit uns bei der Befreiung von dieser Spaltung helfen? Könnt ihr diesbezüglich Ideen, Konzepte oder Ansätze teilen? Ziemlich lange Frage. Aber danke. Erstmal, ja, also ich komme aus den Anden, La Paz, Bolivien, den Bereich leben die Aymaras, die Kultur, indigene Kultur. Und da gibt es natürlich auch, dieser Glauben, eine Seele. Ne? Natürlich nicht so wie die Katholiken denken, weil wir sind katholisch sozialisiert. Aber da fängt auch unser Konzept von Dekolonisierung des Körpers. Ne? Also auf Aymara, Seele nennt man Ahayu. Ahayu ist ein Teil des Körpers. Ne? Und es gibt so einen Glauben, wenn Kinder sich doll schrecken, ist die Ahayu weg. Also das heißt, dieser Körper hat keine Seele mehr und dieser Körper ist, obwohl man lebt, ist so wie ein Zombie, ne? Ohne Gefühle und so weiter und so fort. Und es gibt ein Ritual, um die Seele, die Ahayu von diesem kleinen Körper, zu rufen. Und wir haben symbolisch das so interpretiert, dass durch die ganze koloniale Erlebnisse wir haben unsere Ahayu verloren, unsere Seele. Ne? Und wir machen ein Ritual. Ein Ritual ist die Dekolonisierung des Körpers. Wir machen durch Rituale wollen wir unsere Identität, unsere kollektive Identität zurückbekommen. Ne? Und das ist im Prinzip, was die Dekolonisierung des Körpers ist. Ich glaube, Lösung gibt es, glaube ich, nicht. Bis jetzt ich kenne keinen Menschen, der dekolonisiert ist. Also es ist immer noch alles in Hypothese, die wir versuchen ein Thema zu bringen. Aber ich glaube doch, Dialog auf verschiedenen Ebenen ist immer super. Ne? Und ich glaube, wenn der Körper noch, wenn wir unseren Kopf in unseren Körper bringen und als Ganzen in Dialog treten, als Ganzen lernen, glaube ich, können wir was ändern. Wo wir landet, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist etwas, die wir versuchen können. Ne? Wir können es ausprobieren. Ja, super, danke. Wenn es noch Nachfragen gibt von der Person, die die Frage gestellt hat, meldet euch gerne irgendwie mit einem Handzeichen oder so. Dann fragt Christine euch alle, glaube ich, wie kommen wir denn dahin, dass jemand entscheidet, wer dekolonisieren darf? Die Frage wurde auch anfangs schon von Beatrice gestellt. Ja, also das ist ja genau die Herausforderung. Also letztendlich hängt das ja mit diesen ganzen Strukturen zusammen. Also wenn ich jetzt an Institutionen denke, an Hochschulen, wer sind die ProfessorInnen, wer sind die Lehrbeauftragten, das geht damit einher, dass das bedeutet, okay, Vortritt zu lassen, Rücktritt tatsächlich auch in Kauf zu nehmen. Dieses, wer darf dekolonisieren? Ich weiß nicht, ich würde es eher so sagen, wer kann dekolonisieren? Ne? Also wer ist dafür eigentlich prädestiniert? Also warum ist es wichtig, aus einer marginalisierten Haltung, also aus einer afrikanischen Perspektive zu dekolonisieren? Denn wenn wir uns das nicht stellen und es einfach wieder aus so einer eurozentrischen Haltung heraus machen, fehlt es in diesem Prozess an dieser Lebensrealität. Dann fehlt es einfach an an dieser entscheidenden Lebenserfahrung, an dem entscheidenden Element, sodass natürlich in dem Prozess können alle teilnehmen, aber es ist halt immer wichtig zu schauen, okay, welche Inhalte, welche Wissensproduktion, also weil ich beschäftige mich damit auch immer wieder, welche Wissensproduktion teilen wir, woher kommen die, ne? Welche Philosophen haben wir direkt vor Augen, ne? Welche Denker kommen uns in den Kopf? Also weil immer diese Perspektiven, diese Wissensproduktion aus afrikanischen Ländern tatsächlich gar nicht eine gleichwertige Anerkennung haben. Und das gilt, ne? Also zu schauen, wie können wir es auch schaffen, dass diese Wissensproduktion gleichwertig ist. Weil wenn die nämlich nicht gleichwertig ist, dann ist so eine Dekolonisierung auch eigentlich gar nicht, findet gar nicht statt. Ne? Also das ist schon mal so das Thema. Ne? Also gerade Hochschulen, ne? Das sollte in Hochschulen ganz klar priorisiert sein, dass es die und die
Beauftragte gibt dafür oder in Museen, ne? Also wer kuratiert, welche Ausstellungen sehen wir, von wem, aus welcher Perspektive, welche Inhalte werden dort konzeptionell zusammengestellt, gibt es in dem konzeptionellen Team auch tatsächlich marginalisierte Menschen oder nicht. Also es passiert ja schon was, also es gibt ja schon wirklich einiges, aber um das wirklich kontinuierlich und tiefgreifender stattfinden zu lassen, braucht es noch mehr. Ne? Also wir sind wirklich jetzt am Anfang, muss ich echt sagen. Das ist gerade mal der Beginn. Und bis wir in die Tiefe kommen, da braucht es auch Solidarität, da braucht es Empathie, da braucht es wirklich all das, um dahin zu kommen. Ginny, möchtest du direkt was sagen? Du hattest so die Ja, Hand. ich Oder? hatte, ich habe mehrere gebärdet, weil also das ist, glaube ich, ist halt einer der vielen Punkte, das, was ich mitbekomme. Es gibt ja eben an vielen, vielen Stellen an Hochschulen, in Museum und so, gibt es dann Diversitätsbeauftragte und das ist dann halt häufig eine Einzelperson oder es sind zwei Personen und die haben dann einen Job irgendwie in zum Beispiel ein Museum, was seit 300 Jahren besteht und was außerdem aus 274 anderen weißen Personen besteht. Sollen die dann alleine quasi umkrempeln und haben darin die komplette Verantwortung und haben halt auch die komplette Last darin. Und halt, also das allein ist halt schon einfach ein Konzept, was nicht aufgehen kann. Das kann halt nicht sein, dass Einzelpersonen dann die Verantwortung dafür haben, komplette Institutionen ins nächste Jahrhundert zu führen und irgendwie dann halt auch alleine die Last zu tragen, dadurch die Keller zu entstauben und die ganzen Leichen anzugucken, die da auch wortwörtlich liegen. Und also das ist, denke ich, zum Beispiel auch ein Punkt. Also es muss halt wirklich darin eine Rezentrierung geben. Also nicht, dass halt am Rand, nämlich die Marginalisierten am Rand, auch am Rand bleiben, sondern es halt die in die Mitte geholt werden und von dort aus geguckt wird, wie Dinge sich entwickeln können. Und dann kann es halt nicht eine diversitätsbeauftragte Person sein, sondern das muss eine Gruppe sein mit einer Beiratsgruppe und noch einer Beiratsgruppe. Und da kann es halt auch nicht sein, dass irgendwie das dann die Hauptvoraussetzung dafür ist, dass man einen Master of Arts hat, sondern dann muss man halt auch geguckt werden, dass eben diese Institutionen ja auch in die Zivilgesellschaft auf verschiedene Ebenen wirken. Und dementsprechend muss das halt auch dementsprechend aufgebaut sein. Und so weiter. Da können wir noch 5 Jahre drüber reden auch. Eine letzte Frage, die wir jetzt hier noch im Chat haben, ist, ich glaube, sie richtet sich vor allem auch wieder an dich, Beatrice. Und zwar, warum ist es denn schwierig, dekolonisierend auf vielen Ebenen mit Menschen auf dem Kontinent zu arbeiten, ohne paternalistisch, aus der Diaspora zu wirken? Ja, also es ist schwierig, weil natürlich auf dem Kontinent dieser Dekolonisierungsprozess ganz minimal stattfindet. Ne? Also wenn man auch da an Hochschulen denkt, ne? Also das Curriculum, das ist ja noch aus der Kolonialzeit. Ne? Wir haben auf dem Kontinent ganz klar im Vordergrund Kolonialsprachen, Englisch, Französisch, Portugiesisch. Ne? Also das sind die Amtssprachen. In einigen Schulen darf man nur diese Kolonialsprachen sprechen und noch nicht mal die eigentliche Sprache, ne? Also das muss man sich schon mal so vergegenwärtigen, unter welchem Konstrukt das Ganze tatsächlich noch steht. Und natürlich auch fehlende Zugänge, ne? Also wer hat überhaupt wohin, zu welchen Inhalten Zugänge? Deswegen ist es ja auch immer so spannend zu beobachten, also auch gerade, wenn ich wieder an Museen denke, wie denn auch KuratorInnen immer gerne KünstlerInnen vom Kontinent genommen haben, anstatt jetzt auch KünstlerInnen zum Beispiel aus Deutschland, die afrikanischer Herkunft sind oder asiatischer Herkunft. Weil das ist natürlich ein ganz anderer Prozess. Ne? Wir sind ja wissend, wir kennen die Situation, wir kennen Themen wie institutionellen Rassismus, aber eine Person, die tatsächlich damit noch gar nicht so viel Auseinandersetzung gehabt hat, ist mit institutionellem Rassismus erstmal gar nicht so bewandert. Ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Ebene, dadurch, dass dieser Prozess oft noch gar nicht stattgefunden hat. Ne? Also natürlich gibt es jetzt auch immer mehr Räume, aber wenn ich in verschiedenen afrikanischen Ländern bin, ist es immer so interessant, dass manche tatsächlich auch dieses Konstrukt von strukturellem Rassismus gar nicht verstehen. Also wenn ich jetzt meine eigene Familie anschaue, meine Cousinen,
die sehr privilegiert sind in Uganda. Die haben super Jobs, die haben Traumhäuser etc. Und die haben, als es losging mit Black Lives Matter, gar nicht Rassismus verstanden. Die wussten gar nicht, die konnten das gar nicht nachvollziehen, weil sie es halt selber gar nicht erlebt haben. Und das sind halt einfach auch nochmal so Ebenen, die wir ja aus der Diaspora ganz genau verstehen und erfahren, weil das unsere Lebensrealität ist. Aber eine Person, eine sehr privilegierte, sehr hoch ausgebildete Person, die in afrikanischen Ländern lebt, die fährt natürlich ganz anders. Und dementsprechend sind das halt auch wieder Nuancen, die wir mitbedenken müssen. Und einfach aufgrund dessen, dass die koloniale Prägung ist halt noch ziemlich präsent in vielen afrikanischen Ländern. Die Währung auch, ne? Also es ist auf so vielen Ebenen, dass dieser Prozess dort jetzt auch über die Next Generation und vor allen Dingen über Mode, über Kunst, über Musik stattfindet, über Literatur, ne? Also das ist jetzt halt auch der Prozess. Und Ja. dazu auch nur noch mal, also als mini kurze Ergänzung, also wenn wir irgendwie von Kolonialisierung sprechen, oder ich habe jetzt ja auch viel gesagt, so irgendwie die letzten 400 Jahre und so, ist es halt, ist es wichtig auch zu bedenken, dass halt Kolonialisierung nicht vor 400 Jahren beendet wurde, sondern dass halt die meisten Unabhängigkeiten gerade erst in den letzten 50 Jahren geschehen sind. Also, und halt. Und das bedeutet nicht, mit einer Unabhängigkeit ist gleich alles Friede, Freude, Eierkuchen und super gechillt, sondern da muss ja auch, also es muss sich ja auf ganz vielen Ebenen noch hin und her erstmal ruckeln. Das heißt, also etwas, was halt gerade erst eine neue Realität ist, bedeutet natürlich auch, dass man sich halt, dass man daraus erstmal sich auch weiterentwickeln muss und darin auch erstmal irgendwie setteln muss. Und wir in den europäischen Ländern, wir leben in diesen schon ziemlich lange stehenden europäischen Ländern. So. Also da hat sich nicht so unglaublich viel verändert. Und dementsprechend ist halt auch die Auswirkung von Kolonialismus und auch die Sichtweise auf Kolonialismus eine komplett andere. Also ich meine, ich bin Mitte 30 und es gibt halt Länder, die sind jünger als ich. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort und auch ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, dass genau diese kolonialen Kontinuitäten sich bis ins Heute, bis in die Gegenwart und auch noch bis in die Zukunft ziehen werden. Und wir haben jetzt heute spezifisch ein bisschen über den Schönheitsaspekt geredet, aber es geht natürlich in alle Richtungen. Und ich bin mir sicher, dass auch noch weitere Talks kommen werden von Osara zu anderen Themen. Ich danke euch und würde jetzt das Wort wieder übergeben an dich, Sonja. Beziehungsweise an mich, Katrin. Ah Genau, ja, ich wollte auch im sorry. Namen von Osara euch vier einfach nochmal ganz herzlich danken. Es waren total viele spannende Impulse, die ihr uns allen mitgegeben habt. Und ich hoffe, es hat euch auch Freude gemacht, zusammen im virtuellen Raum ein bisschen zu diskutieren. 90 Minuten sind immer sehr knapp, das wissen wir alle und sollen insofern auch eben als Gesamtimpuls gesehen werden. Und die Debatten finden hoffentlich auf anderer Ebene dann auch nochmal weiteren Anklang. Und was jetzt hier auch nochmal passieren wird aus den ganzen, ja, wie gesagt, wir machen eine Aufzeichnung, die wird nochmal zur Verfügung gestellt. Wir werden auch allen Teilnehmenden eine kleine Referenzenliste mit zum Beispiel Links zu Videos, zu auch Mitmachangeboten, was für aktuelle Ausstellungen es gerade zum Thema gibt oder was man einfach auch noch mit dem Thema, wie man sich weiter nochmal damit auseinandersetzen kann, was man vielleicht noch im Nachhinein zur Verarbeitung oder nochmal als Vorbereitung für eine weitere Veranstaltung nochmal machen kann. Das werden wir euch allen zur Verfügung stellen. Und genau, wir würden gerne noch eine kurze Eigenwerbung machen. Wir werden im Rahmen der Europawoche am 30.05. noch eine Veranstaltung machen, die sich dann mit unterschiedlichen dekolonialen Auseinandersetzungen aus unterschiedlichen europäischen Ländern befassen wird. Da seid ihr auch ganz herzlich eingeladen zu kommen. Das wird in Präsenz sein. Alles Weitere findet ihr dann aber auch immer auf unserer Homepage, über Social Media und über unseren Newsletter. Und damit wir auch hier nicht die 5-Minuten-Grenze überknacken, ich danke euch ganz herzlich nochmal und hoffe, wir sehen uns alle dann bald in virtueller oder Präsenzform wieder. Danke euch. Danke euch.
Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Danke.